Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Euch geht's allen gut? Ihr dürft dreimal raten, woran ich gerade sitze. Richtig, an meiner Bachelorarbeit. Countdown zählt noch weniger als eine Woche. Wir haben Samstag übrigens. Es sind draußen 30 Grad und ich sitze in meinem Zimmer. An meinem Schreibtisch. Ich gehe gerade mein Quellenverzeichnis durch. Ich habe mir gerade aufgeschrieben, was ich alles für Quellen habe. Dann ist mir mittendrin mal so aufgefallen, dass ich ein paar Quellen, die ich zitiert habe, anscheinend nicht rausgeschrieben habe. Richtiger Pain. Ein paar habe ich jetzt schon gefunden, aber es ist zum Beispiel eine Quelle, die finde ich nicht. Und wenn ich die nicht finde, dann kann ich es rauslöschen aus dem Text. Weil ich muss es ja obviously zitieren am Ende im Quellenverzeichnis. Das ist so ein Pain und ich dachte eigentlich, ich führe eigentlich ganz verlässlich mein Quellenverzeichnis. Den machen wir nicht so. Ja, was kann ich euch sonst noch Großartiges erzählen? Ich werde jetzt noch ein paar Stunden weiter hier schreiben. Nein, schreiben nicht mehr, aber ich habe schon zur finalen Kontrolle meiner Schwester gegeben und warte jetzt quasi so ein bisschen auf ihr Feedback, was sie jetzt noch sagt. Ich hoffe, sie kreuzt mir nicht zu viel an, dass es jetzt so voll viel falsch ist. Und später gehe ich noch Fußball schauen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja nicht wirklich ein Fußballfan, aber wenn Deutschland spielt, dann bin ich natürlich der allergrößte Fußballfan. Und ich muss sagen, ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe es schon mitgenommen ein bisschen. Ich fand es schon ein bisschen traurig, dass die da gestern rausgeflogen sind. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass mich das so trifft. Ich meine, es ist ein Fußball und die Welt geht weiter, aber es war schon traurig, weil ich habe schon ein bisschen mitgefiebert. Aber ich treffe mich später noch mit einer Freundin und wir wollten, bevor wir aufs Filmfestival gehen, noch, hatte sie mich gefragt, ob ich das Spiel Schweiz gegen, keine Ahnung, irgendjemanden noch gucken wollte. Ich habe mir gerade ein bisschen Melone aufgeschnitten. Und es nervt einfach komplett, weil normalerweise kaufe ich keine Melone, weil ich zu geizig bin, dafür Geld auszugeben, weil sie nie schmeckt, wenn ich sie kaufe. Nie. Ich hatte das Gespräch noch mit meiner Schwester zu Hause, weil ich war die Woche in Deutschland. Wir hatten eine Melone zu Hause und die war so unfassbar lecker. Die war so süß und so, ich kann es euch nicht erklären, die war einfach so lecker und ich war sehr, komm, hol dir noch mal eine. Ja, schmeckt wieder nach absolut gar nichts. Also falls irgendjemand von euch einen Tipp hat, wie man leckere Melonen herausfindet, also wie man herausfindet, welche Melone lecker und süß schmeckt, let me know. Irgendwie klopfen oder die gelb oben ist, irgendwie sowas, ich habe keine Ahnung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich würde mich freuen und andere sicherlich auch. Ja, ich habe ein paar Tüten da hinten stehen. Ich wollte jetzt ein Shopping Haul drehen. Ich habe mal wieder ein paar Sachen geshoppt die letzte Woche. Wollte das auf TikTok hochladen, also schaut gerne mal mit dem TikTok vorbei. Ich sehe auch gerade, die Kamera blinkt, deswegen muss ich mal eben schnell aufladen. So, ich habe mich jetzt ready gemacht zum Fußballspiel schauen. Ich bin auf jeden Fall passend angezogen. Das war wirklich Zufall. Ich weiß nicht, ob man sieht, was ich anhabe. Ich habe einen Rock an von Zara. Meine Schlappen aus dem Urlaub. Das Top habe ich bei Hollister geholt. Ich habe halt noch rote Nägel und ich dachte, das passt ganz gut. Wir gehen auf jeden Fall später aufs Filmfestival. Das ist hier in Wien für, glaube ich, 2 Monate oder so. Auf dem Rathausplatz und da gibt es, ich nenne das mal Food Festival, weil es da einfach so viel Essen gibt und es ist so lecker. Und danach läuft irgendwie nicht ein Film, also da läuft generell immer so ein Film bei. Ist irgendwas mit Imagine Dragon? Ich habe keine Ahnung, Leute, wirklich. We will see. Ja, aber jetzt schon erstmal das Fußballspiel und ich habe meine kleine Kamera dabei, dann nehme ich euch mit, während die noch weiter auflädt. Und dann würde ich sagen, bis später. Sonntagmorgen. Ich bin schon seit einer Weile wach. Wir haben 9:30 Uhr. Und ich glaube, irgendwie wird heute ein richtig produktiver Tag bei mir. Ich habe hier auf meinem Boden schon ganz viele Stapel Wäsche liegen. Heute muss auf jeden Fall mal wieder Wäsche gewaschen werden. Ich werde meine Bachelorarbeit noch ein bisschen korrigieren. Ich habe gerade Frühstück gemacht. Wollte mal wieder ins Gym gehen. Ich war so lange nicht mehr. Okay, vielleicht eine Woche oder so, aber trotzdem ist es sehr. Die Woche war ich irgendwie ein bisschen träge. Ich meine, ich war auch in Deutschland, aber ich dachte, ich gehe heute mal wieder zum Sport. Ich muss auch ein paar Kooperationen abfilmen. Ja, da steht heute alles so an, aber ich fange jetzt mal langsam den Morgen an. Esse mir jetzt mein Frühstück, gleich lade ich mein Video hoch und nehme euch heute wieder mit. Es ist jetzt schon ein bisschen später und ich habe die ganze Zeit damit verbracht, mein Literaturverzeichnis, mein Quellenverzeichnis zu bearbeiten, beziehungsweise diese ganzen Links da rauszusuchen. Ich habe da zum Glück einen guten Tipp von meiner Freundin bekommen, wie man die schnell findet oder dass man jeden einzelnen Artikel wieder komplett eingibt. Ja, und habe gerade so ein bisschen das Titelblatt gemacht. Das ist so crazy, das zu sehen, wirklich. Es wird einfach
So ernst, wirklich. Es ist so crazy, das zu sehen. Ich sollte auch die Korrektur bis morgen von meiner Schwester zurückbekommen haben, hat sie mir eben geschrieben. Mein Zimmer ist ein bisschen Chaos. Ich überlege gerade, ob ich jetzt aufräumen soll oder später. Leute, ich bin so froh. Ich habe nächste Woche endlich einen Friseurtermin. Hier unten sehen eh in Ordnung aus, aber oben... Und das ist gerade so, ich fühle, egal was ich anziehe, ich fühle mich aber überhaupt nicht wohl, weil mein Ansatz, ich weiß, es fällt einem nur selber auf, aber ja, ich muss echt zum Friseur gehen. Naja, auf jeden Fall habe ich mich jetzt dafür entschieden, mein Zimmer zuerst aufzuräumen. Es ist eh nicht mega unordentlich, aber ich wollte mal durchstaubsaugen und ich weiß einfach nicht, was ich mit diesem Stuhl machen soll, weil ich will eigentlich nicht, dass da die ganzen Taschen drauf liegen, aber ich brauche die Taschen täglich. Und ich weiß einfach nicht, wo ich sie sonst hin tun soll. Ich habe keinen Platz in meinem Zimmer. Naja, auf jeden Fall räume ich jetzt mein Zimmer selbst auf. Guys, I call it girl lunch. Maiskolben und was habe ich noch? Ein paar Gurken gefunden. Ich muss aber sagen, ich habe in letzter Zeit eigentlich echt immer voll Lust auf Maiskolben und ich werde davon eigentlich mal so satt. Deswegen gibt es jetzt bei mir Maiskolben zum Mittagessen. Und da muss ich mich nochmal an die Bachelorarbeit dran setzen. Hallo, hallo. Es ist jetzt mittlerweile schon 5:30. Irgendwie ist dieser Tag ein bisschen komisch, ich weiß auch nicht. Irgendwie produktiv, irgendwie fühlt es sich aber nicht produktiv an. Ich habe ein bisschen meine Bachelorarbeit weitergearbeitet, habe gerade eine Kooperation eben abgefilmt und die jetzt gerade geschnitten, damit ich die meiner Managerin schicken kann, damit wir die einschicken können zur Abnahme. Und ich bin die ganze Zeit so richtig im Struggeln, ob ich noch ins Gym gehe oder nicht. Ich habe eigentlich gerade gar keinen Bock, aber ich weiß, also ich hätte Bock, das Haus mal zu verlassen heute. Ein bisschen rauszugehen. Ich überlege gerade, ob ich einer Freundin schreiben soll, ob wir uns noch treffen wollen auf ein Eis, weil ich habe eigentlich gesagt, dass wir uns am Wochenende, dass ich mich am Wochenende melde und wir was machen können. Ich habe mich bis jetzt noch nicht gemeldet, das habe ich mir schlicht gewissen. Ja, eigentlich muss ich auch noch eine andere Kooperation abfilmen. Aber ich muss sagen, ich habe gerade gar keine Lust. Das ist ein bisschen Struggle, vor allem das Licht heute ist jetzt auch nicht so mega. Ich bearbeite die Story jetzt weiter und dann weiß ich auch noch nicht so genau, schaue ich mal weiter. Ja, komischer Sonntag heute, komischer Sonntag. Aber für mich hat sich auch gestern die ganze Zeit schon angefühlt wie Sonntag, deswegen, I don't know. So, das ist mein wunderbares, zusammengewürfeltes Dinner heute. Ja, einfach Nudeln mit Pesto und ich hatte noch eine Zucchini, die wollte ich noch verwerten. Ja, ich hoffe mal, es schmeckt. Good morning in the morning. Ja, Montagmorgen und ich habe gerade gefrühstückt und noch ein YouTube-Video zu Ende geschaut. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen oder meinen Tag am Plan so ein bisschen. Das Ding ist, das, was ich jetzt als allererstes machen muss, ist diese Kooperation abfilmen, weil die Story soll morgen online kommen und ich sollte es eigentlich schon längst eingeschickt haben. Aber irgendwie gestern, ich weiß nicht, dadurch, dass ich die anderen zwei Kooperationen abgedreht habe, ich hatte mir keine Lust, muss ich ehrlich sagen. Ja, deswegen mache ich das jetzt, schneide das, schicke das direkt los zur Abnahme und ich glaube, danach gehe ich direkt ins Gym. Sowieso ganz gut, dann habe ich jetzt gefrühstückt und das kann dann verdauen, weil ich mag das gar nicht, direkt vorm Sport irgendwas zu essen. Ihr wisst nicht, wie sehr ich mich auf meinen Friseurtermin freue am Freitag. Es ist einfach, es wird Zeit. Es wird so Zeit. Vor allem weit gekommen ist jetzt einfach, dass ich hatte, okay, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe eine Bewerbung und die habe ich, no joke, bestimmt schon seit 1,5 Monaten fertig. Die ist geschrieben, die ist fertig geschrieben und ich wollte sie damals auch losschicken. Aber ich hatte einfach kein Foto, kein aktuelles Foto von mir. Das muss ja auch so professionell sein und so. Und dann war ich hatte so lange immer irgendwelche Gründe. Ich war in der Bib den ganzen Tag, kam nach Hause, wo es dunkel war. Meine Haare waren nicht gut gemacht. Ich hatte keine Lust oder immer irgendwelche anderen Pläne, weshalb ich dieses blöde Foto nicht gemacht habe. Und jetzt ist es soweit, dass ich das Foto nicht machen kann wegen meinen Haaren. Also ich schiebe es auf meine Haare, weil ich finde, das sieht einfach nicht so professionell aus, wenn ich dann hier so voll den Ansatz habe. Auch weil es vielleicht anderen Leuten nicht so auffällt. Ja, ich hätte diese Bewerbung schon vor über einem Monat losschicken können.
Das wird wahrscheinlich jetzt der Grund sein, warum ich da auch nicht angenommen werde. Weil schon zu spät ist. Nein, aber es nervt mich so. Aber am Freitag mache ich es dann. Also jetzt am Wochenende. Na gut, dann mache ich mich mal fertig und nehme euch weiter mit. Ach, so dumm. Ich habe auch eben gefilmt, wie ich das Frühstück mache mit der neuen Kamera. Ich habe natürlich nicht auf Aufnahme gedrückt, weil irgendwie bin ich zu dumm. Also es ist so einfach. Es ist hier vorne einfach nur der Knopf. Aber irgendwie habe ich einfach nicht drauf gedrückt. Deswegen, ich habe euch eigentlich gefilmt, wie ich mein Frühstück gemacht habe. Aber es hat nicht aufgenommen. Deswegen, I'm sorry. So, ich habe es jetzt auch endlich mal nach 5 Millionen Stunden geschafft. Kooperation ist abgedreht und losgeschickt. Es war echt wirklich sehr viel Arbeit. Es hat mir auch voll Spaß gemacht, aber man unterschätzt das echt immer, wie viel Arbeit das sowas eigentlich ist. Und ich will mir natürlich auch Mühe geben. Ich habe mich jetzt umgezogen und gehe jetzt in den Sport. Meine Schwester hat mir noch nicht die Rückmeldung gegeben. Sie meinte ja, dass sie meine Bachelorarbeit bis heute Mittag ungefähr schafft zu kontrollieren. Deswegen warte ich halt gerade da drauf noch. Ich habe es auch gestern Abend noch einer anderen Freundin geschickt. Die wollte sich die auch gerne durchlesen. Ich bin immer so, ja, du kannst sie gerne lesen. Aber ich wollte sie hier gar nicht schicken, weil ich dachte so, boah, was ist denn das, wenn die denkt, dass es so voll schlecht ist. Keine Ahnung, ich habe euch in dem letzten Vlog schon erzählt, was man für Mixed Feelings einfach hat. An einem Tag so, an einem Tag so. Ich bin jetzt echt gespannt, was meine Schwester mir korrigiert. Ja, wird schon. Ich habe eine cute neue Shorts, die habe ich von Bershka. Oder Pull&Bear? Bershka, von Bershka. Ich habe meine Sportsachen dabei. Ich habe noch einen Beutel fürs Einkaufen mit, weil ich danach einkaufen noch gehen wollte. Und ja. Ich bin jetzt fertig mit dem Gym und jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich muss noch einkaufen. Bin die ganze Zeit überlegen, worauf ich Hunger habe. Ich habe überlegt, mir zum Mittag einfach einen Smoothie zu machen. Aber ja, was richtiges kochen muss ich die Woche schon noch. Das ist jetzt mein Einkauf irgendwie ein bisschen random. Ich muss sagen, ich bin irgendwie voll ohne Plan losgegangen. Aber irgendwie hatte ich so Bock auf Spinat. Deswegen mache ich mir jetzt zum Mittag Spinat mit Spiegelei und Kartoffeln. Deswegen habe ich mir Kartoffeln geholt. Die Gurke habe ich umsonst gekriegt bei Lidl. Für einen Gurkensalat habe ich dann auch noch Schlagobers geholt. Das Eis ist so nice. Das schmeckt einfach wie Magnum-Mandeln. Das kostet einfach nur 3 Euro. Salat. Ich hatte irgendwie voll Bock auf Snackgurken wieder, also auf Essiggurken. Avocado. Und ich esse momentan richtig gerne Trauben. So zwischendurch habe ich nur eine kalte Cola mitgenommen. Leute, ich kann euch nur die Lidl-App empfehlen. Ne? Ich gehe eigentlich immer bei Lidl und Billa einkaufen. Und ich liebe diese App. Ich kriege da immer irgendwas geschenkt. Jetzt zum Beispiel wieder eine Gurke oder so. Also ich bin wirklich Fan davon. Also mein Lunch ist ready. Ich freue mich irgendwie so auf Spinat. Obwohl ich glaube, der ist irgendwie nicht so gut geworden. Aber ja. Ich würde jetzt essen. Okay, ich hatte jetzt gerade das Essen und Leute, ich habe schon gesagt, ich habe es gesehen, dieser Spinat, irgendwas war da. Er hat katastrophal geschmeckt, katastrophal. Ich war richtig aufgeregt, weil ich habe ihn nur gekauft, weil ich eigentlich hauptsächlich auf Spinat Hunger hatte. Ja, konnte ich jetzt nicht wirklich essen.
Anyways, meine Schwester hat mir das Feedback für meine Bachelorarbeit eben geschickt und ich wollte mir das jetzt mal angucken. Hello, it's me again. Ich sitze immer noch gerade am Schreibtisch, Leute. Ich bin so unfähig, was so zitieren, was so formatieren angeht. I swear, ich kann es einfach nicht. Ich check's nicht. Ist so einfach wahrscheinlich. Ich habe mich nie mit Word wirklich auseinandergesetzt. Ich schreibe immer mit Google Docs. Ich weiß, da kriegen alle die Krise, wenn sie das hören, aber ist für mich einfach irgendwie am einfachsten. Aber ich musste jetzt auf Word obviously wechseln. Ich krieg so die einfachsten Dinge einfach nicht hin. Naja, ich habe das Feedback von meiner Schwester bekommen und es war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Es waren wirklich eigentlich nur so Rechtschreibfehler, Groß-Kleinschreibung und so ein, zwei inhaltliche Sachen, aber sonst eigentlich gar nichts. Deswegen bin ich eigentlich fast schon fertig. Gibt es, wie gesagt, erst am Freitag, ab dem Montag. Aber ich wollte es halt binden und deswegen gebe ich es wahrscheinlich schon, schicke ich das wahrscheinlich da schon Mittwoch oder Donnerstag ein, dass ich das auch wirklich am Freitag dann habe. Ja, dann habe ich irgendwie eine Stunde damit verbracht, in meinem Zimmer oben mal an den Decken so Staub wegzukriegen mit so einem Staubsauger. Meine Decken sind halt fast 4 Meter hoch, da kommt man nicht mal eben so dran. Ich habe so eine Riesenleiter. Das war so anstrengend. Ja, jetzt haben wir schon 8 Uhr. Ich weiß auch nicht, wie die Zeit auf einmal vergangen ist. Ich überlege gerade, ob ich mir irgendwie schnell was zu essen mache. Ja, mehr Spannendes passiert heute nicht.